Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Heute das erste Mal mit dem S22 und ich hoffe, dass das mit der Soundqualität hinhaut. Ich habe mir ein neues Headset bestellt und es wäre wirklich cool, wenn ihr mir da mal reinschreibt nach dem Video, wie die Qualität war. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen die Rauschunterdrückung aktivieren und da muss ich einfach gucken, weil das Headset liegt nicht ganz auf den Ohren, es liegt nicht über den Ohren, sondern es liegt nur drauf und ich hoffe, dass es dazu keiner Reibung oder so kommt und dass deswegen das alles am Rauschen ist ohne Ende. Von daher würde ich mich dort über euer Feedback freuen. Wie doll kann ich denn einen Steinhagel überleben? Ich glaube, der macht weniger als ein Move von Quaxo, von daher einfach mal schilden. Hey, euer Feedback ist sehr, sehr gefragt und ich bin gerade echt gespannt, wie das hier ist, mit dem 22 aufzunehmen, so an sich. Die Performance vom Handy ist deutlich besser. Ich bin überglücklich, ich brauche keine Stunden mehr, um in das Spiel zu kommen. Ich mache es an, das Spiel, ich starte es, 3 Sekunden später bin ich drin. So, das kenne ich nicht, das kenne ich seit über einem Jahr fast nicht mehr. Von daher, Luxus pur. Und die Performance hier im Game, im Fight und so ist auch angenehmer. Ich habe weniger das Gefühl, dass es hängt. Von daher, es ist einfach nur cool. Das ist kleiner als mein S10 Plus, ist auch ein bisschen handlicher. Ich glaube, ich möchte mein Schild einfach behalten, da ich mit Dragonir den Metrologen eh überlebe. Ist das, glaube ich, keine schlechte Idee, das einfach mal so zu machen. Okay, wenn da eine Fee kommt, kann ich schnell hier rein und ich denke, dass sich dann auch ein Bodyslam von mir soweit besiegt. Perfekt. Den ersten Kampf sollten wir gewonnen haben. Also, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, ist es für mich wichtig, dass ihr mir reinschreibt, wie die Soundqualität ist, ob irgendwelche Störgeräusche kommen, bis auf meine Stimme natürlich, ob die Soundqualität in Ordnung ist, ob das zu laut ist, ob das zu leise ist. Das wird jetzt ein kleiner Prozess und da müssen wir uns reinfuchsen und ohne eure Hilfe funktioniert das nicht. Deswegen einmal reinballern, wie sich das so anhört. Und ja, Führung ist gut, denn ich habe, obwohl Führung ist nicht so geil, ich habe meinen Move später als du. 3, 4, 5, ja, ich habe meinen Move nämlich später. Ich habe den bei 6 und du bei 5. Also 6 von deinen Sofortattacken. Dragonir hat sehen. Oh, du bist raus, Slimog. Das ist aber das Dings Slimog, ne? Das da. Dann gehe ich einfach mal hier raus, weil Hypno ist gegen dich und gegen Macho Top. Und ich hoffe, ich habe hier keine Fehlentscheidung getroffen. Ich schilde einfach mal. Macho kann ich komplett runterfarmen. Was könnte denn dann dein letztes Pokémon sein? Ist das dann gut gegen mich oder eher nicht so? Perfekt. Ich habe hier nochmal eine komplette Konfusion rausgekriegt. Macho kommt nie im Leben wieder rein. Also, mein Freund, was ist denn dein letztes Pokémon? Irgendwas, wo ich die Schilde wegbekomme? Ah, alles klar. Interessant. Gar nicht so optimal. Ja. Wow. Okay, schrei doch noch ein bisschen. Das ist nicht so gut, wie man sich das vorstellt. Nachtara ist top gegen dich, ne? Nachtara ist top gegen dich. Ich komme hier aber auch nicht mehr raus. Ah, Nachtara ist top gegen dich. Muntir ist top gegen dich. Aber dann farmst du mich einfach runter. Du hast auch noch so viele Schilde, dass das alles sowieso nicht gut aussieht. Okay, 1, 2. Okay, jetzt bin ich hier reingekommen. Du hast Energie. Du kannst mich jetzt aber auch schon gefühlt mit Macho runterfarmen, ist das korrekt? Nein, kannst du nicht. 1, 2, 3, 4. Jetzt bist du bei 4 Attacken. Das sehe ich richtig, ne? Das heißt, eine weitere und du hast eine Ladeattacke. 4, 5, 6, 7. Okay. Oh, snipest du mich oder gehst du auf... Boah, was tust du? Oh, das ist gut. Das ist gut, dass du einsetzt, weil dann kann ich dich mit Dragonir runterfarmen, ohne deine Attacke zu fressen. Denn du hast nicht... Ja, du hast zu 4 KP, ne? Das heißt, ich krieg dich nicht gefarmt. Oder hätte ich dich doch snipen können, aber dich werde ich nicht mehr los. Du drückst mir gleich einen Move und dann müsste es das eigentlich gewesen sein. Du hast jetzt deine Attacke. Schade.
Du hast vorne eine fette Schwäche gegen Psycho, gegen Hypno. Und dann hast du die in der Mitte mit Slymog auch nochmal, aber eine richtig fette Antwort mit Nachtara. Interessantes A-BA-Team, aber ich glaube, meins wäre es nicht. Ich meine, ich mag alle drei Pokémon bei dir im Team, das ist jetzt nicht das Ding. Aber diese ABA-Teams, ja, die können funktionieren, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann würde ich aber vielleicht Slymog in die Führung packen, weil das schafft gegen Hypno wenigstens noch eine Attacke. Ich glaube, dein Macho hätte im direkten Fight keinen Move geschafft. Hypno. Okay, ich habe keinen Spukball drauf. So, du bist bei 1. 2. Du hast die Möglichkeit, einen Eissieb zu haben. 3. 4, dann wollen wir doch mal einsetzen. Ein Eissieb tut mir besonders weh. Ich hatte auch schon die Situation, da habe ich einen Spukball schön bei Monty abfangen können, weil der mein Hypno treffen wollte. 5, 6. Okay, du hast jetzt Doppelmove, ist das richtig? Hast du ein Eissieb? Donnerschlag. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Jetzt farmst du zwar komplett, ist aber nicht wichtig. Du gehst gleich nie im Leben auf einen blinden Spukball. Sehen wir das richtig? Das heißt, wir machen das so und fangen den jetzt ab. Oh nein, du setzt nicht ein. Schade, Marmelade. Das ist gerade sehr ärgerlich. Einfach nur, weil du kannst einen Fokusstoß haben. Musst du aber nicht. Den will ich nicht durchlassen. Krass. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt hast du einen Steigerungshieb. Eine weitere Attacke und du kommst mir dann mit Eissieb, Feuerschlag, Donnerschlag oder diesen anderen Klamotten. Von daher, das Nette ist, dass du ja nichts aushältst. Also machen wir das so, in einem Gleichstand. Möglicherweise mit viel Luck schaffe ich es sogar, einen Steigerungshieb zu überleben. Dann kann ich dir immer noch einen Move drücken. Perfekt, das ist nice. Das heißt, entweder gehst du jetzt drauf oder du schildest und ich bin sehr gespannt, wofür du dich entscheidest. Was ist denn da dein Plan? Du gehst drauf, das ist gut. Dann kommt das, ich kriege eine Attacke raus. So, du hast ja nichts, was mir wehtut. Du hast, okay, du gehst vorher drauf. Ich wollte gerade sagen, du hast Fokusstoße und Donnerschlag. Das juckt mich jetzt. Ah, scheiße. Ich muss so tun, als hätte ich einen Fokusstoß, ne? Oh, wäre das schön, wenn ich jetzt einen mit hätte. Auch wäre das schön, wenn ich jetzt einen mit hätte. Oh, Manometer, ey. Ja, okay. Ärgerlich. Der Fokusstoß, der würde jetzt zu gut kommen. Der würde jetzt zu gut kommen. Das Geile ist, dass ich jetzt hier mit meinem Headset mich so hin und her drehen kann, wie ich lustig bin. Ich könnte jetzt aufstehen, ich könnte rumlaufen. Ich meine, konnte ich vorher auch, ja. Aber dieses Kabelgebundene hat mich genervt. Und jetzt hier Bluetooth-mäßig schon cool eigentlich. Und der Sound ist auch cool. Das heißt, wenn ich nächste Mal ins Gym gehe, könnte ich die Dinger auch mitnehmen, anstatt meine Samsung Buds. Dann ballert das nochmal ein bisschen mehr beim Trainieren. Okay, du bist am Start. Ja, es geht. Du bist ein bisschen nervig, aber das sollte nicht das Ding sein. Du hast jetzt mehr als eine Attacke und ich erwische dich in einem Gleichstand. Du bist jetzt bei 5 Sofortattacken. Bei 7 hast du deinen zweiten Schmarotzer, wenn du jetzt einen einsetzt. Psychokinese oder Zuflucht. Könntest du machen, musst du aber nicht. Also, was tust du? Okay, dann heißt das 2 weitere Moves und du hast noch eine Ladeattacke. 1, 2. Genau so sieht's aus. Dann können wir einmal getrost schilden und müssen gucken. Wir drehen uns erstmal. Dragonair dreht sich eine Runde. Okay, du machst genau was? 1, 2, 3. Dann will ich mal einsetzen und ich bekomme hoffentlich ein Schild zurück. Ist das hier ein Matchup, das ich auf lange Sicht durch Runterfarmen mir holen kann? Oh, bitte schaff dich, bitte nicht. Oh, wichtig. Wichtig, was holst du? Hast du eine Fee? Nein, da kommt das rein. 1, 2. Bei 5 hast du einen Spukball. Kann ich den abfangen? Ich muss es versuchen, ne? 2, 3 Attacken hast du. Bei 5 hast du einen Spukball. Das heißt, 4. Bitte setz Spukball ein. Nein, ach Leute. Leute von heute. Ist das ein Fokusstoß? Falle ich schon wieder drauf rein? Ich schilde, bitte. Gerade hat es mir Glück gebracht, jetzt kommt der Donnerschlag. Der Feuerschlag, ja okay, ich war nah dran, ne?
Ich war ja nah dran. Aber ich kann zumindest ein bisschen Vorarbeit leisten. Wenn da hinten jetzt wieder Nachthaare wartet, dann gehe ich halt unter. So, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt der Fokusstoß. Komm schon. Drück ihn mir. Mach mich platt. Ist es der? Ist es der? Natürlich. Oh mein Gott, ey. So, 1, 2, 3. Versuchst du, eine potenzielle Attacke von mir abzufangen? Nein. Du gehst auf einen Feuerschlag-Gleichstand. Ärgerlich, dass ich keinen Fokusstoß mit habe. Werde ich jetzt, ich werde es wieder bereuen, ne? Ich werde es wieder bereuen, da ein Nachtara ist, richtig? Oh, okay, das ist auch nicht viel besser. Denn du tust mir schon mit einer Attacke dolle weh. Und ja, ich weiß, gleichstandmäßig war das jetzt nicht optimal. Eine Attacke hätte aber so oder so nicht ausgereicht. Schade. Okay, der Cup ist dann wohl doch nicht meins. Ja, egal. Egal, das ist ja eh nur ein Soundtest. Deswegen sehe ich das jetzt gar nicht so eng. Hypno. Hypno ist auch gerade gefühlt überall dabei. Es ist halt ein sehr, sehr starkes Pokémon, das dazu noch eine gute Defensive hat, auch bei einem Krypto. Und darauf kommt nochmal die Vielseitigkeit durch das Moveset. Diese Führung ist selbstverständlich Grütze. Da hast du keinen Bock drauf. Ich wollte kein Feuerodem. Egal. Wir gehen jetzt einfach raus. Und wir locken das Teil wieder hervor. Den Wechsel bräuchte ich tatsächlich schon. Wieder hier in dem Gleichstand ist in Ordnung. Feuerwirbel, Meteorologen, Vulnona ist halt strong. Das ist sehr schnell bei den Attacken. Und das spammt. Also, dich hauen wir jetzt weg. Ne? Ninetales? Okay. Den Move müsste ich vor dir haben. Dann ziehen wir das jetzt einfach mal durch. Und ballern dich hoffentlich weg. Falls du schildest, könnte ich auch schilden. Aber Granbull wird da nervig. Nein, du gehst einfach drauf. Perfekt. Kommt Granbull zurück? Wenn ich da keine Attacke mehr gegen schaffe, sieht es gar nicht so geil aus, wenn wir das mal so sagen dürfen. Und? Wartet mal. Ich schaffe keinen, ne? Nein. Okay, du hast Nahkampf. Ja. Du setzt maybe Nahkampf ein. Ich muss dich komplett runterfarmen. Dein letztes Pokémon ist ein, was genau? Zeigst du es mir? Darf ich das sehen? Knirscher, das ist deine Attacke, die du jetzt einsetzt. 1, 2. Okay, dann muss ich hier für die Sofortattacken gehen. Ja. Wenn ich einen Body Slam überlebe, wovon ich nicht ausgehe, wäre es schon grandios. Aber das müsste mich weghauen, richtig? Okay, schade. Ich schaffe aber keine Attacke mehr. Du aber noch, ne? Ist das richtig? Komplett runterfarmen haut nicht hin. Also werde ich jetzt versuchen, deine Schilde hier zu holen. Bringt mich aber, glaube ich, nicht weiter, da ich nicht genug Attacken schaffe. Ich hätte komplett meine Sofortattacken nutzen müssen. Denn, mein Freund, du hast gleich die Möglichkeit, mich runter zu charmen. Das ist nicht geil und ich gehe jetzt hier drauf. Was auch nicht geil ist, weil du charmst mich einfach gleich weg mit 2 Attacken. Richtig? Das heißt, 1, 2. I, Bar und Pfui. Das war's dann an der Stelle. Okay. Joa. Ordentlich aufs Maul gekriegt haben wir schon. Egal. Wie war die Soundqualität? Bitte, Feedback rein, ich muss es wissen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Oh, 11.000 Siege. Ich hoffe, dass die Qualität in Ordnung ist und wir uns im nächsten Video wieder mit dem S22 hören und ich nicht noch ein Headset wegschicken muss und mich weiter umhören muss. Haut rein und ciao.